Okay, Leute. Sind wir wieder? Ich hab's euch versprochen, jetzt geht es los. Wir haben letztes Mal schon Schrecken gekriegt, aber jetzt holen wir uns die volle Ladung. Ja, so viel zu voller Ladung. Ah, die Karte hat sich hier ein bisschen gefixt. Mehr oder weniger. Memory Access Violation. Ich bin nicht mal 2 Minuten in Game. Fängt das schon mal gut an. Okay, Leute, dann sehen wir uns jetzt wieder. So, das sind wir wieder. Spiel wieder abgestürzt. Das seht ihr hier nochmal. Okay. Uns kann nichts aufhalten. Dass der da spawnt, ist gar nicht, kommt gar nicht mal so ungelegen. Also erstmal das hier. Sehr schön. So, boy. Hi! Something is growing all around your body. Hier ist, okay. Gar nicht mal schlecht. Jetzt versuchen wir das mal hier. Okay, hier ist kein Unterschied. Was hast du denn mit mir gemacht? We need to use first aid kit right now. You don't need to. Ach so. Was ist denn hiermit? Put on the ring. Ja. Jetzt ist, kommt, das ist jetzt nämlich die nächste Frage. Wir haben gelesen, dass etwas um uns herum wächst. Ich weiß nicht, ob es unsere Ohren sind oder unsere Augäpfel oder irgendwas. Stand drin, dass wir innerhalb der nächsten 2 bis 3 Minuten sterben. Das war 10 Sekunden. Okay, der schnell bevor 106 spawnt. Wir versuchen das selber jetzt nochmal. Obwohl, vorher können wir mal versuchen, 106 hier durchzulocken. Oh. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Killed by the Tesla Gate at. Ja. Ich hab nämlich die Idee, oder. Ja. Vielleicht. Können wir die da durch den Tesla Gate locken? Der kommt ja jetzt gleich. Und ansonsten gehen wir jetzt gleich nämlich nochmal zum Bär. Hallo? Müssen wir wirklich ein paar Schritte laufen? Wir müssen wirklich ein paar Schritte laufen. Nee, kann er gar nicht. Aha. Och, Mensch. Okay, my bad. Wir kriegen den diese Folge, wir kriegen den. Genau, wir werden nun auch in dieses Mal in die Pocket Dimension gehen und werden uns die mal so richtig anschauen heute. Das soll definitiv nicht so sein. Sehr gut. Ich will ihn wirklich da durchkriegen. Weil der kann durch alle Arten von Materien oder Elemente durchgehen anscheinend. Aber sieht es denn so aus, wenn wir. Jetzt spawnt er natürlich da auf der anderen Seite. Du bist ein kleiner Bastard, ne? Der lacht einen auch immer aus. Ich mag den nicht. Ich hoffe, die fixen das nicht, dass man mit der Baske escapen kann. So, jetzt putten wir mal. Ach, wir remove. Hatten wir den schon an? Wir versuchen es jetzt nochmal.
Ich höre nichts. Also ich höre Schritte, aber... Ich glaube... Also wir haben den Schrei A auch nicht gehört. Also gut zu wissen, dass uns dieser der Ring nicht davor geschützt hat, das ist schon mal interessant. Dass wir jetzt keine Soundeffekte haben, das ist jetzt natürlich weniger geil. Das Tesla Gate wird jetzt entscheiden, ob der Typ uns catcht oder nicht. So, komm her. Also entweder ist er eiskalt gedodged oder wurde getroffen, ist nichts passiert. Ich gehe mal vom zweiten aus, weil die Hitbox von dem Blitzschlag, sage ich jetzt mal, war direkt vor uns, ja, einen Schritt näher von uns und wir wären tot gewesen von dem Tesla Gate. Das heißt, er stand theoretisch in der Hitbox drin. Praktisch. Ja gut, andererseits, schön, dass wir wieder hier sind. Jetzt werden wir uns das Ding nochmal so richtig hier anschauen. Ich habe, hier ist nämlich ein Blatt Papier. Ich war hier nämlich schon mal drin, da ist aber die Aufnahme abgespackt. Hab dann dieses Note hier gefunden. Bin dann auch gleich durch diesen Weg hier durchgegangen, weil ich das hier quasi als richtigen Weg identifiziert habe. Identifiziert ist ja nicht so das richtige Wort, aber lass es uns nochmal probieren. Blöd nur, dass ich weiß ja nicht, ob wir hier was droppen können. Ne? Wir legen den mal an. Radio Transceiver kriegen wir. Funktioniert hier A nicht. Und wir nehmen mal das hier mit. Hier ist nämlich ein Code drauf. Okay. Gut, ist okay. Den kriegen wir bestimmt nochmal wieder. Genau. Das hier kennen wir nämlich. Ich versuche jetzt mal Small First Aid Kit zu nennen. Ich weiß aber noch nicht, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Viel fein, alles klar. Jetzt versuchen wir mal hier durchzulaufen. Keine Ahnung, ob was passiert oder nicht. Aha, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Hier waren wir nämlich schon mal. Da hat uns aber der schwarze Panda nach wenigen Sekunden nochmal aufgehalten. Dieses Mal wird er uns nicht kriegen. Revision Eye Drops. Alles klar. Level 3 Kicker. Was? Ja. My bad auf dieser Seite, den habe ich nicht bemerkt. Ganz ehrlich nicht. Vielleicht liegt der Radiotransceiver hier nämlich noch, ein bisschen Glück. Und dann finden wir den richtigen Weg trotzdem. Hier warten wir erstmal, bis unsere Paras hier weg sind. Okay. Wir wissen jetzt aber, wir müssen den Pfad mit der. Aha. Wir müssen den Pfad mit der Burnt Note nehmen. Und der führt uns raus. In diesen komischen Raum, wo wir schon mal waren. Ja. Okay. Ich gehe einfach mal den Weg lang, ne? Das sieht ganz gut aus. Ah, ja. Radio Transceiver. Bitte? Ah, okay. Okay, vielleicht funktioniert das nicht immer, aber beim ersten Mal hat es funktioniert und wir werden ja vermutlich bald sterben. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so viel Glück haben und hier escapen können. Ah, sehr schön.
Es hat nicht funktioniert. Ich nichts funktioniere, ich nichts wisse, ja. Ich muss aufmerksamer sein. Ich habe den echt nicht gehört, ohne Spaß. Okay, gut, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben aber kein First Aid Kit. Laufen wir weiter. Okay, warten wir noch auf unsere Pfarrers. Hier. Wir sind ja theoretisch verwundet. Wenn wir hier rauskommen, werde ich sofort den Ultimate benutzen. Und dann werden wir gucken. Alter, dass ich den nicht bemerkt habe, ey. Das ist mir echt ganz schön peinlich. Aha. Okay, aufgepasst. Wo ist denn der gespawnt? Weil hier liegt er nirgends mehr. Hier. Hört ihr die Musik? Das ist die von 106. Jetzt escapen wir. Ich frage mich gerade, ob das ein Bug ist. Ich begreife es nicht. Jetzt müsste er theoretisch wieder ganz weg sein. Also nochmal für die, die es jetzt noch nicht ganz begriffen haben. Es gibt zwei Soundeffekte. Ich habe mir die mehr oder weniger merken können. Der eine, da kann man abhören, dass das spawnt. Das hört sich super ekelhaft an, als würde irgendwie Rost anfangen zu schimmeln. Ja, macht sehr viel Sinn. Die andere ist, in dem safen Takt, den habe ich gerade eben kurz wahrnehmen können. Das ist, wenn er sich auf uns zubewegt. Allerdings, wie wir sehen können, ist hier nirgendwo eine Pfütze. Wir werden gleich mal rausgehen. Erstmal werden wir hier irgendwas Cooles droppen. Problem ist, wenn ich anfange zu labern, höre ich natürlich nichts. Ne? Den brauchen wir noch. 372. Das ist dieses, glaube ich, dieses komische Vieh. Ich muss genau hinhören, wenn der droppt, wenn der spawnt. Der Ultimate, der nicht so zuverlässig ist. Memory Access Violation. Okay, wir wollten richtig auf die Kacke hauen und jetzt kriegen wir richtig auf die Fresse, Alter. Oh mein Gott. Okay, wir packen das. Wir packen das, diese Folge. Okay, hier bin ich wieder. Ab in die Pocket Dimension. Jetzt wird's spannend. Wir versuchen es nochmal mit dem Tesla Gate, ja? Da ist er. Desired March. The Merch. Merchandise. Encountered the Old Man. Das soll ein alter Mann sein? Also die Liste füllt sich langsam, das gefällt mir. Show yourself, ja genau. Dem möchte ich möglichst aus dem Weg gehen, haben die meisten vermutlich schon bemerkt. Blue Hue found a blue key. Wofür wir den Key brauchen, das weiß ich noch nicht. Wir sind schon gar nicht mal so schlecht dran, ja. Gut. Warten wir auf unsere Paras. Dass wir den Radio Transceiver wegschmeißen, das tut mir natürlich im Herzen sehr weh. Wie seid das noch nicht schon? Ja, komm. Die Paras. Nope. Nope. Ah, da. Gut. Nee. Ciao und welcome. Diesen Code werden wir definitiv noch blocken. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den.
das sieht gut aus. 1,73 in der Nähe. Das gefällt mir gar nicht. Hier, hört ihr das? Hört genau hin. Das ist nämlich der Sound von 1,06. Ich weiß nicht, wo er gespawnt ist, aber er ist schon wieder in der Nähe. Und ich weiß nicht, warum er uns so sehr abfacken soll. Das ist doch wieder ein Bug. Aber dem werden wir jetzt nämlich geschickt entgegenwirken. Denn ich werde mich vor diesem alten Mann, dem Tattergreis da, nicht nochmal befummeln lassen. Ich bin vergeben, sorry. Ja, 106, der zieht jetzt langsam wieder Leine. Er weiß gar nicht, mit wem er sich anlegt. Nächstes Ziel: Speicherpunkt finden. Ich vermute mal, guck mal auf die Karte. Es kann sein, dass unter uns sich dieser Dings da befindet. Benutzen wir den überhaupt? Was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied zwischen uns mal? Okay, you feel fine, alles klar. Also 6, ja. Haja? Security? Okay, Boys, that is es. Es gibt nur eine höhere. Muss trotzdem aufpassen. Wegen 106. Nicht falsch verstehen, ich find's cool. Sind jetzt an einem ganz neuen Ort. Da ist die Ente. Theoretisch. Genau. Hier waren wir nämlich schon mal. Theoretisch spawnen wir hier. Ja. Muss ganz genau hinhören. Ich will ja kein Bobby sein. Aber dass wir. So, jetzt. Müssen wir wieder. Laut der Skull, so cool er auch war. Von dem werden wir uns mal verabschieden. Alles klar. Kika. Ist das? Das war nur Level 3, ne? Das war nur Level 3. Und die Eyedrops nehmen wir jetzt mit. Den ganzen authentischen Hintergrundgeräuschen. Es ist echt schwer, als sechs Hintergrundgeräusche auswendig zu machen oder zu unterscheiden. Wir müssen speichern. 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 Da unten haben wir schon versucht. Da kommen wir nicht weiter. Weil wir da, glaube ich, auch eine höhere Keykarte brauchen. Brauchen wir noch? Es gibt was Höheres als Level 4. Da hinten ist 173. Das vermutlich, falls sich nichts geändert ha haben sollte, gehen in die Richtung. Ich möchte erstmal allem aus dem Weg gehen, bis wir einen Speicherpunkt finden. Ging es hier noch weiter? Also jetzt ja der Bug 173. Genau, hier sind wir gespawnt. Light Containment Zone. Aha. Aha, jetzt geht es plötzlich. Also wir haben. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Wir haben schon mal versucht, hier durchzukommen, aber es ging nicht. Wir haben keinen Zugang gefunden. 1162. Da geht es nämlich schon los. Ich weiß nicht, ob wir da hätten speichern können. Okay, 173 ist super nah. Hier ist er nämlich auch schon. Hi! Wir haben dich vermisst. Ich weiß nicht, ob das dann den Speicher bestimmt.
Eben nicht. Sorry, wie so interessant es auch gerade aussieht. Wir werden uns höchstens den Note mal durchlesen. Testen wir es später. 500, das waren die Pillen. 682, das war dieses Riesenreptil. Ich denke, das ist jetzt nicht so wichtig. 1400. Ach gut, eigentlich ist der hier sogar noch unwichtiger. Und soweit ich verstanden habe, verschwinden die Sachen hier auch nicht. Hallo? Ach. Das ja, das. Currently a hole in this cinder block wall of containment chamber. Fortify, okay. As a very deep user. Current user. Also 173 ist übrigens hinter der Tür. Porsche, no light source. Activate. Reach it into the hole. Deep. Okay, los. Items have a ravine. Something. The user has lost. Was? Okay, es ist ein Loch, ein Phänomen, das irgendwo auftaucht. Und das Loch taucht einfach irgendwo auf. Und es ist so dunkel, dass kein Licht da durchscheinen kann. Und es nimmt Dinge auf, ohne dass man es wirklich reintut. Also, ja, es nimmt Dinge auf und spuckt Dinge aus. Also, die Leute, die es ausprobiert haben, erhalten teilweise Dinge wieder, die sie vermissten oder vermisst haben. Was echt interessant ist. Ich meine, wenn ich da. Also, ich habe ja vor langer Zeit mal einen coolen Ring verloren, da sah ich cool aus. Und dann tue ich dann. Oh, ein Handyladekabel rein, da kriege ich meinen Ring wieder, das wäre echt cool. ja, es muss einmal pro Woche oder so ge sowas gefüttert werden. Nee, einmal alle 168 Stunden. Es muss aktiviert werden, sonst wird es irgendwo random irgendwo erscheinen. Ganz rein zufällig, was nicht gut ist. Muss in einem bestimmten Raum aufgehalten werden und ja. Er ja, ist einfach nur ein Hole. Äußerlich theoretisch gefährlich. Die Frage ist, was passiert, wenn wir da so ein SCP da rein tun oder so rein? Werden wir alles ausprobieren, sobald wir gespeichert haben. Ich habe die Blätter da ein bisschen unklug reingetan, ne? Ist die Frage, ist er da oder ist er vermutlich? Ja. Ich hätte die Tür vielleicht nicht offen lassen sollen. Wo bin ich? Was ist das? Noch ein Elevator? Ich bin echt kein Fan von diesen Elevatoren, Boys. Und 173 ist wieder recht nah. Ne, da werde ich jetzt nicht mit. Und er ist schon wieder da. Er ist schon wieder da. Aber was will er denn von uns? Wir waren ja in der Pocket Dimension und wir haben es sogar geschafft, hier zu entkommen. Vielleicht gibt es da noch mehr zu holen. Vermutlich. Anders kann es ja nicht sein. Also erstmal die Tür schließen, sonst versteckt er sich irgendwann nochmal dahinter.
Oh, der ist aber ganz schön weit gekommen. So, dein. Nochmal für die Ladies. So, die Light Container. Ah, okay. Ich denke, das ist das andere Ende des Elevators, während wir durch die Katakomben gegangen, wo diese komischen Reptilien sind. Versteht ihr? Das ist nämlich der einzige wirklich funktionierende Zugang. Und jetzt sind wir hier in der Heavy Containment Zone durch den einzigen Zugang, der wirklich noch funktioniert. Ja, und ich war jetzt quasi auf dem Treppenweg zurück. Ich denke mal, dass es so war und gar nicht anders sein kann. Und hier gibt es die ganz heftigen Monster. Dementsprechend auch. Ist auch Level 4. Ach du Scheiße, Lüftungsschächte, wir erinnern uns. Dementsprechend ist auch Level 4 Keycard nicht hoch genug, weil das Cap hier in der Heavy Containment Zone bei 5 liegt. Was war denn jetzt nochmal dahinter? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, das war diese andere Kacke. Okay, dann müssen wir jetzt hier lang. Oder gab es irgendwo Bildschirm? Nee, gab es nicht. Letztes Mal, als wir hier lang gegangen sind, war hier der Pumpkin Head. Wer sich erinnert. Direkt links. Ziemlich sneaky. Dieses Mal ist er nicht da. Genau. Als wir nämlich das letzte Mal hier waren, ist er hier gespawnt. Der Bastard. Und da war diese Belle. Und damit meine ich nicht die aus. Die Schöne und das Biest. Ja, den Note, den nehmen wir jetzt noch eben kurz. Es gibt ja hier neue SCPs, daher auch neue Informationen. 500, 1048, 1001, 162, 372, 1048, hatten wir 1048 nicht schon? 1048, warum habe ich den jetzt zweimal? Ach, wow. Ich finde es cool, dass wir jetzt weitergekommen sind. Das gefällt mir. Wenn wir hier jetzt nicht mit der Level 4 Kicker durchkommen, dann müssen wir nochmal ganz zum Anfang. Dankeschön. So, alles schön verschließen. Wegen 173. Ich weiß. All eyes on us. All eyes on us. You cannot carry. Alter. Dummen Entwickler, macht mehr Inventarslots rein. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das Buch, ja, das haben wir an sich komplett erkundet, ne? Damit können wir eigentlich nichts mehr. Tut mir weh, sowas liegen zu lassen, weil das Buch ist eigentlich super cool. Und was diese Eyedrops machen, das wissen wir eigentlich auch nicht. Aber. Ja, das Buch der Krankheiten. If you ring it, you will come. Scheiße! Jetzt habe ich nicht gespeichert. YOLO! YOLO! Ja, kann sein, dass wir jetzt nochmal alles nochmal machen müssen, weil ich nicht gespeichert habe. Sollte dem so sein, dann werde ich nochmal ein bisschen hinspielen. Ich werde das natürlich schneiden. God in heaven, hell. I think the wall crashed onto the floor. Ceiling, I haven't. Tut mir leid, also. Schreibschrift habe ich zuletzt in der vierten Klasse Gebrauch gemacht. Und ich habe es nicht mehr selber lesen müssen, ja. Also falls es jemand versteht und lesen kann, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich kann damit nichts anfangen. Dementsprechend werden wir es auch nicht mit uns führen. So, links oder rechts? Geh mal hier lang. Ja, komm, geh mal hier lang. Das sieht krass aus. Sieht noch krasser aus.
Placed your palm onto the scanner. The scanner reads DNA does not. Ah, okay. Das ist eine Abkürzung, aber wir kommen da nicht durch. Nein, nicht das da. Okay, was ist denn? Nee. Okay. Dafür brauchen wir wahrscheinlich diese Emily. Das kann ich mir vorstellen. Dafür haben wir die Emily-Karte gebraucht. Oder wie die heißt, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir diesen hässlichen Umweg nehmen. Ist ja nicht schlimm, aber. Also, ich nehme an, dass das ein Umweg ist. Kann auch sein, dass dazwischen sich was richtig Krasses befindet. Müssen wir nochmal zurück. Okay, hier geht gerade die Post ab. Ah, ist das hier drin? Denn wenn ja, dann ab die Post, Alter. Wir waren hier gerade. Hallo? Ah, okay, sorry. Mausbug mal wieder. Wir müssen zurück und uns diese Emily holen. Also die Karte, versteht sich. Da ist nicht viel Platz zwischen, aber genug. Genug, um zu sagen, dass es worth ist, das zu erkunden. Noch mehr Tesla Gates. Als 30, nein. Ist nicht gut. Aber der kann nur vor uns sein. Entrance Zone, Eingangsbereich. Nice. Dann kommen wir hier vielleicht raus. Aber wir haben hier noch gar lange nicht alles erkundet. The keycard was inserted into the slot, but nothing happened. Das heißt, dieses Door funktioniert entweder nicht oder. Doch, da hinten ist eine Tür, das muss doch gehen. Checkpoint down. Nee. Dann funktioniert dieser Zugang nicht. Okay, gut zu wissen, es gibt noch einen Bereich, nämlich den Eingangsbereich. Da müssen wir hin. Durch den Eingangsbereich werden wir auch nach draußen kommen. Dann ist das Spiel vermutlich. Das Spiel. Das Ziel des Spiels vermutlich. Aus der Foundation zu entkommen, was Sinn macht, denn guckt euch diese Scheiße hier an. Mir gefällt's, aber ich meine, mal davon abgesehen, wie oft wir gestorben sind.